Jetzt habt ihr schon mal schulfrei und du sitzt in der Küche und schmollst. Oder bist du immer noch sauer wegen gestern? Was heißt hier immer noch? Du hast mich vor Jan behandelt wie ein kleines Kind. Das stimmt nicht. Ich wollte nur nicht, dass du ihn von der Arbeit abhältst. Das habe ich doch überhaupt nicht getan. Ach, hat er dir etwa nicht bei den Hausaufgaben geholfen? Freiwillig. Na klar, sehr wahrscheinlich hat er dir auch noch versprochen, in Zukunft immer deine Klassenarbeiten für dich zu schreiben. Deine Antriebswelle hat er auf jeden Fall nicht repariert. Weil er keine Zeit hatte. Weil du ihm langsam mit deinem blöden Roller auf den Keks gehst. Quatsch! Jan hat auf jeden Fall mehr auf dem Kasten, als ihr denkt. Mit dem kann man sich stundenlang über Literatur unterhalten. Ja, ja. Ich habe sein Schnarchen bis hierher gehört. Oh, du bist ja bloß neidisch. Und du? Bin ich hier im Kindergarten, oder was? Wenn ihr nicht sofort aufhört zu streiten, finde ich eine Aufgabe, die euch bestimmt gar keinen Spaß macht. Ist das klar? Ich kenne Jan auf jeden Fall besser als du. Jetzt hör auf. Wo gehst du hin? Ich fahre ein bisschen mit dem Roller rum. Ohne Antriebswelle. Na dann, viel Spaß. Carmen? Würden Sie mir hier bitte ein Antwortschreiben aufsetzen? Versichern wir Ihnen, dass der mallorquinischen Flora und Fauna kein Schaden zugefügt werden wird, entsprechende Gutachten und so weiter, Sie wissen schon. Mach ich. Was macht eigentlich mein Freund Ricardo Velasquez? Hat er sich wieder abgeregt? Das fragen Sie mich. Sie sind doch häufiger als ich drüben auf der Finca. Ja, ab und zu. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, sein Grundstück und seine Finca zu kaufen. Sie wollen wirklich ernst machen mit dem Vermehrungspark? Leider war er nicht sonderlich begeistert. Aber ich habe ihm ausdrücklich gesagt, er soll sich ruhig Zeit lassen mit seiner Entscheidung. Ja, Ricardo kann ganz schön stur sein. Wie alle Mallorquiner. Solche Entscheidungen trifft man auch nicht zwischen Tür und Angel. Aber mein Angebot ist so großzügig, das kann er gar nicht ablehnen. Sagen Sie, Sie sind doch noch mit seinem Sohn zusammen? Nicht mehr. Wie, was soll das heißen, nicht mehr? Felipe und ich, wir haben uns getrennt. Ja, großartig. Hi, Carina. Hi. Na, ist der Aufsatz fertig? Ja. Und, zufrieden? Geht so. Was ist denn los? Mach's Ärger. Ich soll hier bei dir keine Hausaufgaben mehr machen. Angeblich störe ich dich bei der Arbeit. Ich dachte, wir hätten das gestern geklärt. Ich habe deiner Mutter doch ausdrücklich gesagt, dass dem nicht so ist. Sie hat's mir aber trotzdem verboten. Bin ich wirklich so eine Nervensäge? Wie kommst du denn darauf? Anscheinend denkt es hier jeder. Also ich nicht. Und wenn, dann wüsstest du es. Ehrenwort? Ehrenwort. Hey, was machst du am Nachmittag? Wieso, weißt du nicht? Wir fahren an den Strand, wie wär's? Ich besorge Bocadillos und du bringst was zu trinken mit. Oh, Spitzenidee, das machen wir. Okay. Sie will dich unbedingt wiedersehen. Ich sehe aber nicht. Das Thema ist für mich erledigt. Wovor hast du Angst? Ich meine, du vergibst dir doch nichts, wenn ihr beide euch mal richtig ausspricht. Ich versuche gerade, mit meiner Vergangenheit abzuschließen. Ein für alle Mal. Ich will nicht in den alten Geschichten wühlen müssen. Das will sie auch nicht. Sie will sich nur bei dir entschuldigen für alles, was sie dir angetan hat. Dann fliegt sie zurück nach Deutschland und du brauchst sie nie wieder zu sehen. Lena, ein klitzekleines Zeichen von dir. Das würde ihr so viel bedeuten. Sag mal, hat sie dich geschickt, um mit mir zu sprechen? Nein. Lena will ihre Mutter nicht wiedersehen. Willst du gar nicht wissen, was damals mit dir passiert ist? Und warum? Es gab eine Zeit, da habe ich an nichts anderes gedacht. Ich habe meiner Adoptivmutter Löcher in den Bauch gefragt. Aber sie konnte und wollte mir keine Auskunft geben. Deine Mutter könnte es. Das ist vorbei. Ich will es jetzt nicht mehr wissen. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn
wenn sie sich früher gemeldet hätte. Aber das hat sie doch getan. Sie hat dich angerufen und wollte sich mit dir treffen und du hast das abgelehnt. Von mir aus gern, du musst mir nur sagen, wann du mal wieder schulfrei hast. Apropos Schule, ich hab dir was mitgebracht. Hier, als kleines Dankeschön für die Hilfe beim Aufsatz. Ach, bist du süß. Hey, das wäre nicht nötig gewesen, mir hat's auch Spaß gemacht. Ach, mir auch. Aber erst nachdem du die geniale Idee mit dem Aufsatz hattest. Ach, so toll war das nicht. Ach doch, die Idee war genial. Mein Lehrer wird begeistert sein. Nicht eine Eins kriegt, lade ich dich zum Eis ein, okay? Hey, soll ich meinen Job wechseln? Als Aufsatzberater verdiene ich ja mehr als hinterm Dreh. Nur ein Telefonat in all den Jahren. Und das war verdammt kurz. Aber doch nur, weil du nicht mit ihr sprechen wolltest. Sagt sie zumindest. Worüber auch? Wer sein Kind weggibt, kann ich damit rechnen, dass er dafür geliebt wird. Das will sie doch auch gar nicht. Ich muss jetzt wieder zurück ins Hotel. Bis nachher. Lena, es ist alles verdammt lange her und es tut ihr leid, was sie getan hat. Indem du sie jetzt bestrafst, bestrafst du auch dich selbst.